Nächste Iteration ist im Prinzip nur das Ganze verkürzen. Ich mache hier vielleicht mal einen Zeilenumbruch, dass ihr das besser lesen könnt. Ich habe einfach hier noch die Summierung und das Modulo nach oben gezogen und habe jetzt nur noch eine Codezeile. Nämlich nehme die Ziffern aus der Ganzzahl, die ich hier übergebe, multipliziere oder kombiniere abwechselnd diese Ziffern mit den Ziffern aus der Gewichtung, indem du sie miteinander multiplizierst, summiere die Ergebnisse und mach dann eine Division und durch 9 und gib den Rest zurück. Das ist tatsächlich eine Zeile. Also ich kann das jetzt hier alles in einen Zeile machen. Mein ganzer Algorithmus ist auf eine Zeile geschrumpft. Gut, oben noch diese Konvertierung, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber prinzipiell habe ich jetzt nur noch eine Zeile. Und ich kann die auch aus meiner Sicht relativ einfach lesen. Nämlich Ziffern aus Ganzzahl kombiniere, indem du die mit den Gewichtungen multiplizierst, summiere das Ergebnis und nimm die Restdivision. Wenn man jetzt überlegt, wo wir hergekommen sind, auf das kann ich aus meiner Sicht gut lesen. Ich kann es schnell begreifen. Ich könnte das ZIP noch umbenennen, damit ich es fachlich auch in Deutsch abgebildet habe, was ich mit der Fachabteilung kommuniziere. Und es ist sicherlich einfach lesbar und änderbar. Wenn ich jetzt einen Fehler drin habe, glaube ich, würde ich ihn wesentlich schneller rauskriegen. Meine Tests funktionieren immer noch. Die API ist immer noch die gleiche, denn ich habe ja nichts anderes gemacht wie Funktionen extrahiert. Ne? Hier sind jetzt alle Funktionen. Und wenn wir uns erinnern, wo wir herkommen, ich hatte ja mal gesagt, das Warum möchte ich adressieren. Ja, jetzt haben wir schon mal unterschiedliche Methoden. Das heißt, da haben wir schon ein bisschen Separation of Concerns betrieben. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Man möchte nämlich auch die Modularisierung. Und in einer objektorientierten Programmiersprache ist ja ABAP auch, soweit mir das gesagt wurde von den SAPlern, die damals bei dem Workshop waren, das habe ich auch nicht gewusst, möchte ich jetzt natürlich eigene Klassen. Denn eines ist auch klar, diese Funktion ist doch eine ganz andere als diese Funktion und als, was habe ich noch? Also ich habe ja hier mehrere Funktionen gehabt. Ah, das habe ich jetzt schon extrahiert, okay. Die Funktionen arbeiten auf ganz unterschiedlichen Levels. Und deswegen möchte ich die voneinander trennen. Und zwar, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt mal angefangen, Klassen zu machen. Die erste Klasse ist die, die das Splitten einer Zahl in Ziffern gemacht hat. Ne, von Ganzzahl, Ziffern aus Ganzzahl. Infrastruktur ändert sich nie, weil das Konzept, dass ich eine Zahl in Ziffern splitte, was soll sich da ändern fachlich? Da ändert sich nichts. Ja. Kleine Anpassung. Es kann sich dahingehend ändern, dass die Fachabteilung sagt oder der Mathematiker, der mir den Algorithmus erklärt, dass ich eine Zahl statt von rechts zu splitten, von links splitte. Die zwei Sachen können sich ändern. Na, das habe ich jetzt relativ einfach implementiert. Ich kann hergehen und kann, also das war die erste Implementierung von rechts nach links. Dann kann ich doch hergehen und sagen, ich nehme das rechts von links und mache ein Reverse. Das bietet mir auch schon wieder das Framework out of the box. Jetzt hatte ich ganze Zeit, die IP-Adresse war ja zum Beispiel 1,9,2. Das musste ich trennen. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte statt es von links nach rechts zu lesen, möchte ich es andersrum lesen, kann ich auch einfach sagen, nimm diese 192 und gib mir es in umgekehrter Reihenfolge zurück. Ist ganz einfach jetzt zu implementieren. Ne? Ich habe das getrennt, ich habe es in einer eigenen Klasse, kann hier jetzt einfach noch die gleiche Methode aufrufen und sagen, Reverse, das bietet mir wie gesagt das Framework out of the box. Und hier habe ich aktuell noch diese Methode, rufe ich direkt auf. Aber diese Methode, das werden wir nachher sehen, kann ich ja auch einfach reingeben. Sprich, das hier könnte eine Abhängigkeit werden. Und ich kann dann zur Laufzeit, wie ich lustig bin, das austauschen und sagen, ich möchte es von links nach rechts lesen oder von rechts nach links. Ich habe hier gerade noch ein bisschen den Algorithmus umgestellt. Das ist eher so für Leute, die C-Sharp machen. Denen würde ich das jetzt im Workshop erklären, warum das jetzt so umgestellt ist. Das ist für euch nicht interessant. Das ist einfach nur der gleiche Code wie vorher, ein bisschen optimiert.
Ja, also nächster Schritt, nachdem ich beim Refactoring alles in einzelne Methoden rausgezogen habe, ist, Klassen daraus zu machen, denn wir sind in einer objektorientierten Programmierung und da mache ich Klassen aus dem Ganzen. So, was haben wir als nächstes rein? Genau, diese Konvertierung von einem String, also von einem IP-Literal in eine Nummer, habe ich jetzt auch in eine Klasse gepackt. Und zwar gibt es bei mir jetzt den Datentyp IPv4-Address, ist jetzt auch Englisch. Warum ist es bei mir in dem Fall jetzt Englisch? Weil es ein Infrastrukturkonzept ist. Und zwar hab ich hier, gebe ich im Konstruktor den String mit rein und habe dann darauf eine Methode sNumber. Ne? Ganz normale Konvertierung, und aber jetzt als eigene Klasse. Welche Vorteile das bietet, sehen wir nachher noch. Und jetzt kommen wir dazu, dass wir den eigentlichen Algorithmus als eigene Klasse rauslösen. Den Algorithmus habe ich genannt, Prüfziffer. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ihr auch am Anfang eingeworfen habt. Welche Zahlen, woher kommen die? Und jetzt muss man unterscheiden. Es gibt ja Abhängigkeiten und es gibt Parameter. Der Parameter ist in dem Fall eine Methode, die Zahl. Die Zahl ist was anderes als diese 9, die wir ursprünglich für Modulo hatten, wenn ihr euch erinnert. Die 9 ist eine Abhängigkeit, die kann sich ändern. Aber klar ist, wenn ich zum Beispiel, da kommen wir nachher noch dazu, wenn ich fürs Rechnungswesen einen Algorithmus habe, der mir da auch so eine Prüfziffer berechnet, dann soll natürlich die Berechnung immer die gleiche sein. Ich gehe ja nicht her und tue für die eine Rechnung mal Modulo 3 nehmen und für die andere Rechnung Modulo 4. Das heißt, sobald ich mal das Programm gestartet habe oder die Applikation, dann nimmt es immer den gleichen Modulo-Wert. Aber für die Zahl, die Rechnungsnummer, für die diese Prüfziffer berechnet werden soll, ja, die ändert sich natürlich. Ne? Wenn ich einen Dienst habe oder einen Service, der nichts anderes als Aufgabe hat, außer für Rechnungen, für die Rechnungsnummer eine Prüfziffer zu berechnen, dann möchte ich ja nur noch immer wieder hier diese Rechnungsnummer ändern, beziehungsweise an die Methode übergeben. Modulo an sich ist aber eine Abhängigkeit, die dann auch gleich bleibt. Ja, deswegen übergebe ich das im Konstruktor, obwohl es ein reiner Zahlenwert ist. Das ist manchen nicht immer ganz so eingängig. Klar ist, dass man so eine Funktion, in dem Fall, wie man die Ziffern aus einer Zahl macht, dass man die reingibt, das ist jedem eingängig. Aber manchmal können eben auch native Datentypen wie ein Int eine Abhängigkeit sein. Und das ist in dem Fall so. Ja? Deswegen habe ich sie auch nochmal dazu geschrieben. Die Zahl ist für mich ein Parameter, aber Modulo und diese Logik, um eine Ziffern aus einer Zahl zu machen, das sind für mich Abhängigkeiten, Dependencies. Ja? Das Einzige, was ich jetzt an der Stelle gemacht hatte, ist eben hier unten das konfigurierbar gemacht. Ne? Gebe ich rein. Modulo und dieses Ziffern aus Zahl gebe ich rein. Auch hier wieder mit diesem Funk-Delegaten. Ne? Der Funk-Delegat kriegt eine Zahl rein, also ein Long oder ein Int64, und gibt einem eine Sequenz aus Zahlen zurück. Ne? Also in JavaScript können wir das auf jeden Fall ohne Probleme auch machen. So, das war mal der erste Schritt. Es geht aber noch weiter. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte dieses Konzept, dass so ein Prüfzifferalgorithmus erstellt wird, das möchte ich auslagern. Ich möchte irgendwo eine zentrale Stelle haben, die mir so Algorithmen baut, die ich zur Berechnung von Prüfziffern brauche. Das habe ich auch gleich so benannt. Das nennt sich Prüfzifferalgorithmen als Klasse. Und es hat eine Factory-Methode. Die habe ich hier nicht gleich statisch gemacht. Das mache ich später noch. Aber die nenne ich für Netzwerkadressen. Jetzt habe ich vorhin schon ein bisschen vorgegriffen und gesagt, ich könnte ja auch für Rechnungen beispielsweise einen Algorithmus bauen. Und bei dem wäre es dann so, dass die Zahlen nicht von rechts nach links gelesen werden, sondern von links nach rechts als Beispiel. Oder statt Modulo 9 habe ich da Modulo 7, warum auch immer, weil halt der Mathematiker zu mir sagt, es muss in dem Fall halt 7 sein. Ja? Aber ich habe es jetzt konfigurierbar bzw. austauschbar und muss dafür keinen bestehenden Code anpassen. Das war ja auch das Ziel, daher kommen wir ja. Wir haben gesagt, neue Anforderungen sollen nur bedeuten, neuen Code zu schreiben und nicht bestehenden Code anzupassen.
Und da habe ich eben das Factory-Pattern angewendet und habe mir eine Factory gemacht, die mir künftig solche, so einen Algorithmus zusammenbaut und dann zurückgibt. Das hätte statisch sein müssen. Wie gesagt, da ist mir ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Das bügele ich aber nachher noch aus. Gucken wir nochmal kurz rein. Jetzt habe ich noch was rausgezogen. Wir hatten ja ursprünglich das mit den Gewichtungen. Und die Gewichtungen waren hier in dem eigentlichen Algorithmus drin. Da hattet ihr auch am Anfang auch schon gesagt, dass das eigentlich konfigurierbar sein müsste oder dass das eigentlich ein Parameter ist. Wann nehme ich 5, wann nehme ich 1? Das habe ich jetzt auch noch rausgezogen und habe das mit in diese Factory gemacht als interne Methode. Und jetzt kann ich auch diese Gewichtungen austauschen. Das heißt, wenn der Mathematiker zu mir sagt, statt mit 5 und mit 1 zu multiplizieren, muss ich es jetzt mit 3 und mit 7 multiplizieren, kann ich das auch austauschen. Ist auch logischerweise wieder eine Dependency. Ja, das werde ich nicht als Parameter an die Methode übergeben, sondern das ist eine Abhängigkeit. Logischerweise möchte ich das ja auch nicht für jede Zahl ändern, sondern ich möchte einmal den Algorithmus instanziieren und möchte dann an den zum Beispiel eben Netzwerkadressen geben. Aber für alle Netzwerkadressen bleibt die Gewichtung immer die gleiche, weil schon kann ich es ja überhaupt nicht miteinander so gesehen vergleichen. So, und jetzt glaube ich, sind wir schon da, wo wir jetzt sagen, jetzt können wir neue Anforderungen aufnehmen. Ja. Ihr seht, hier sind ganz viele Klassen hinzugekommen. Warum? Na, jetzt sind neue Anforderungen gekommen und ich sage, ich möchte jetzt außer IPv4-Adressen, möchte ich IPv6-Adressen auch prüfen können, ich möchte MAC-Adressen prüfen können, ich möchte Localhost prüfen können. Und Localhost habe ich jetzt einmal als eigene Klasse implementiert, die nichts anderes macht wie, wir hatten ja schon diese Klasse IPv4, die nichts anderes macht, wie interne IPv4-Adresse mit 127.0.0.1 zu erzeugen. Oder, was ich auch machen kann, auch wie das Factory-Pattern, ich kann ja einfach eine statische Methode auf der Klasse IPv4-Adress, die selbst nicht statisch ist, machen und dann darauf Localhost aufrufen und die kann dann, macht mir dann eben eine neue IPv4-Adresse. Ist euch das klar? Factory-Pattern auf der Klasse selbst, indem man eine statische Methode hinzufügt? Ja, das machen wir auch öfters. Genau. Das ist ganz häufig, macht man das mit solchen Klassen, die primär Daten enthalten und kaum Logik, also so eigene Datentypen. Da macht man das häufig, wenn man einen Spezialfall hat, der häufig vorkommt, und sagt man, ich mache mir dafür eine statische Methode, die ich als Factory-Methode nutzen kann. Ich habe hier auch im Programm, habe ich das Ganze mal, glaube ich, irgendwo genutzt. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich das hier irgendwo verwende. Genau. Ne? Hier habe ich einfach ipv4-address.localhost und dadurch habe ich automatisch eine Instanz von IPv4 mit 127.0.0.1. Logischerweise könnte ich das auch mit IPv6-Adressen machen. Ich könnte ja, weil jede IPv4-Adresse ist auch als IPv6-Adresse darstellbar. Das heißt, wenn ich die Klasse IPv6-Adresse habe und die selbst in der Lage ist, sich als Zahl darzustellen, was sie ist, ich habe das jetzt nur nicht mehr implementiert, das kann sich ja jeder vorstellen, ich könnte ja einfach die IPv6-Adresse zu einer Zahl machen, indem ich eben eine Umrechnung aus diesen zwei, aus diesen IPv6 ist ja, glaube ich, jedem klar, ne? wie die aussehen. IPv6-Adress. Na, Bing, das ist natürlich jetzt blöd. IPv6. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo eine sehen. Ja, hier. Ne? Ich könnte es auch einfach umrechnen in Zahlen. Ist ja gar kein Problem. Und dann brauche ich nicht mehr in IPv4 irgendwas machen, weil dann könnte ich auch hergehen und sagen, ich rufe einfach eine IPv6 auf, weil jede IPv4-Adresse ist als IPv6 darstellbar. Das heißt, am Schluss hätte ich zwar noch eine Klasse IPv4-Address, die wiederum wäre aber nur ein Decorator für eine IPv6-Adresse intern. Und Physical Address, damit ist MAC-Adresse gemeint. Auch das könnte ich natürlich als Zahl darstellen. Ja? Das heißt, wenn jetzt neue Anforderungen kommen, ja, wir möchten künftig nicht nur die Prüfziffer für eine IPv4 machen, sondern auch für IPv6, für MAC-Adresse, für Localhost etc.
dann passiert es nur dadurch, dass ich einfach neue Klassen hinzufüge. Und dann haben wir jetzt den nächsten Punkt, neue Anforderung. Ich möchte die Prüfziffer auch für Rechnungsnummern machen. Kein Problem, aber der Algorithmus soll ein anderer sein. Auch kein Problem. Dann habe ich das hier gemacht für Rechnungsnummern. Und hier verwende ich jetzt zum Beispiel Modulo 7, ja, statt Modulo 9. Und statt die Zahlen von rechts nach links zu lesen, lese ich sie jetzt von rechts nach links, lese ich sie jetzt hier von links nach rechts. Die Gewichtungen bleiben die gleichen. Könnte ich aber austauschen. Ne? Das heißt, das ist für Rechnungsnummer. Oder, jetzt könnte es ja sein, für unterschiedliche Departments, für unterschiedliche Abteilungen, brauche ich unterschiedliche Prüfziffern. Auch kein Problem, dann habe ich halt hier for Sales oder for, was weiß ich, Invoice, keine Ahnung. Alles kein Problem. Kann ich einfach, indem ich eine neue Klasse mache. Ich habe es jetzt hier zwar als Factories gemacht, aber es spricht nichts dagegen, einfach eigene Implementierungen zu machen, eigene Klassen, die alle eine Prüfziffer zurückgeben. Also sprich, ich könnte einfach ein Interface extrahieren und sagen, ich habe einen Algorithmus vom Typ Prüfziffer. Ja, beziehungsweise Prüfziffer kann ich selbst auch nochmal als eigenes Interface. Denn im Prinzip hat Prüfziffer nichts anderes wie die Methode berechne. Sie erwartet eine Long-Zahl, also in 64, und sie gibt mir dann eine Ziffer, eine zurück. Ich habe das jetzt hier nur, wie gesagt, als Factory implementiert. Normalerweise, ich weiß es nicht, ob ihr mit IOC-Containern schon gearbeitet habt. Ich weiß, dass es für ABAP einen rudimentären IOC-Container gibt. Den hat mal ein Bekannter von mir entwickelt. Und da könnte ich dann einfach sagen, injiziere mir in meinen Code den Algorithmus. Ich muss mich also nicht mit beschäftigen, wie ich den Algorithmus bekomme, welcher das ist, sondern ich muss nur sagen, ich hätte gern vom Typ I Prüfziffer einen Algorithmus. Ja. Und das Ganze habe ich hier mal exemplarisch im Programm dargestellt. Ich wollte jetzt keinen IOC-Container hier groß zeigen, deswegen habe ich es einfach mal selbst gemacht, indem ich hier eine Queue gebaut habe. Und in die Queue habe ich jetzt zwei unterschiedliche Algorithmen hinzugefügt. Einmal die für Netzwerkadressen, einmal die für Rechnungsnummern. Und im ersten, und dann habe ich jetzt hier einfach mal demohaft hole aus Container. Da hole ich mir den ersten Algorithmus und habe jetzt als Use Case, habe ich jetzt das Paketieren. Also sprich, wenn ein Netzwerkpaket gebaut wird, dann wird da zum Beispiel die IP-Adresse reingeschrieben und es wird eben noch eine Checksumme reingeschrieben. Nur als Beispiel. Und dafür brauche ich ja logischerweise in dem Paketieren die Möglichkeit, die Prüfziffer zu berechnen oder diese Checksumme zu berechnen. Und das habe ich hier einfach beispielhaft gemacht. Das wäre der eine Use Case. Ne? Ich mache ein IP-Paket und sage, da soll noch am Schluss die Prüfziffer oder die Checksumme berechnet werden und soll dann mit ins Paket reingeschrieben werden, dass die Router zum Beispiel prüfen können, ist das Paket überhaupt gültig. Ein anderer Use Case wäre, dass ich so einen Algorithmus implementiere, der Rechnungen automatisch freigibt. Und der muss dann zum Beispiel auch prüfen, stimmt noch die Prüfziffer. Ist es korrekt oder ist da irgendwie ein Zahlendreher drin oder wurde da irgendwie ein falscher Betrag berechnet? Ja? Und das habe ich hier implementiert. Auch in dem Fall kriege ich wieder den Algorithmus rein injiziert. Habe dann zum Beispiel als Parameter eine Rechnung und auf der Rechnung hole ich mir die Nummer, prüfe dann, erzeugt mir für die Nummer die Prüfziffer und gleiche die ab mit, ist die Prüfziffer auf der Rechnung gleich der, die ich hier berechnet habe? Wenn ja, ist die Rechnung korrekt und kann freigegeben werden? Wenn nein, in dem Fall habe ich das jetzt einfach mal auch wieder als Delegat reingereicht. Wenn nein, dann führe ich eine Methode aus, die mir da reingereicht wurde. Na, die irgendwie, was weiß ich, macht, das irgendwie eskaliert. Ne? Und so kann man das Ganze dann austauschen. Also sprich, ich habe jetzt für neue Anforderungen bin ich nur hergegangen, habe einfach neue Klassen implementiert, habe die hinzugefügt und habe an bestehenden Code nichts angepasst. Gibt es Fragen dazu? Alle schütteln den Kopf. Okay. Mal ganz kurz noch, wie jetzt die eigentliche Funktion aussieht, also von dem ursprünglichen Code, wo wir hergekommen sind, sieht das Ganze jetzt so aus. Ja, ich mache vielleicht das mal noch in die nächste Zeile. Das ist übrig geblieben. Und es ist komplett konfigurierbar. Und es ist, glaube ich, sehr gut zu lesen. Und ich habe jetzt die Trennung nach Infrastruktur. Vieles macht inzwischen auch das Framework für mich.
Alles, was ich vorher von Hand gemacht habe, macht inzwischen das Framework mit Summieren und Zippen. Und alles andere, was domänisch, habe ich dann auch separiert. Jetzt hat jemand irgendwas noch im Hintergrund gesagt, das habe ich nicht verstanden. Ja, ich wollte auch bloß eine Anmerkung machen, weil du ja das Iterator Pattern gezeigt. Ja. Hier TypeScript macht, das sind halt Generator Functions. Und das begegnet uns auch tatsächlich jetzt schon im Transformation Navigator. Da haben wir den Iterator genommen, um asynchrone Prozesse abzuprüfen. Also komplexe DOM-Operationen, wo UI immer nachinjected wird und immer wieder nachgeladen wird. Da muss man, kann man mit so einem Iterator noch drüber gehen, mach Step 1, mach Step 2. Und da kann man das ziemlich elegant lösen. Also das Iterator ist ganz wichtig aus meiner Sicht. Gregor, ihr habt ja auch in Angular einen IOC-Container, richtig? Ja. Ja. Also das wäre jetzt sicherlich auch was hier richtig sinnvoll wäre, dass man IOC-Container hätte und der einem diesen Algorithmus instanziert und reinreicht. Den könnte man sogar noch generisch machen im Sinne von, wenn ich sage, ich habe eine Rechnung, dann gibt er mir immer den Algorithmus für Rechnungen zurück. Wenn ich sage, ich habe eine Netzwerkadresse, dann gibt er mir immer den Algorithmus für Netzwerkadressen zurück. Ne? Gut, sagt euch die FISBUS-Cutter was? Die FISBUS-Cutter ist so aus dem Bereich von Coding-Dojos. Coding-Dojos sind quasi solche Treffen, wo man einfach mal ein bisschen ganz spezielle Themen rausgreift und versucht, möglichst gut umzusetzen. Und für solche, also quasi so Entwicklertrainings. Und dafür gibt es sogenannte Cutters. Und Cutters sind eben diese Programmieraufgaben, die man dann in diesen Coding-Dojos macht. Und eine bekannte ist eben die FISBUS-Cutter. Und die schauen wir uns jetzt an. So, bei FISBUS geht es im Prinzip nur darum, bei bestimmten Zahlen einen bestimmten Text auszugeben. Bei 3 soll FIS ausgegeben werden, bei 5 soll BAS ausgegeben werden. Und wenn es durch 3 und 5 teilbar ist, soll FISBUS ausgegeben werden. In allen anderen Fällen soll nur die Zahl ausgegeben werden. Ist ein sehr einfaches Problem, ist auch sehr einfach gelöst. Und dann schauen wir uns mal an, wie man das Ganze so weit reiben kann, dass es komplett konfigurierbar und einfach austauschbar ist. So, schauen wir mal. Das hier ist ein kleiner Fehler. So. Also, ich habe eine Zahlensequenz, jetzt beispielsweise mal von 1 bis 18. Wenn es durch 3 teilbar ist, FIS, wenn es durch 5 teilbar ist, BAS und wenn es durch beides, FISBAS. In allen anderen Fällen soll immer die Zahl selbst ausgegeben werden. Jetzt habe ich hier einen Algorithmus zugemacht, auch mal wieder mit Schleifen, auch wieder mit if, else. Und am Schluss wird, also hier, ich muss als erstes prüfen, ist durch 3 und 5 teilbar? Wenn ja, gibt FISBUS. Ne? Hier. Das war's. Ist relativ einfach gelöst. Hat man in, gucken wir mal, wie viele Codezeilen das sind. Ja, ich würde auch mal sagen, wie das sind 20 Zeilen. Den Code habe ich jetzt als erste einfachste Lösung entwickelt. Ja. Und jetzt iteriere ich das Ganze weiter. Auch hier wieder erstmal überlegen, was ist Infrastruktur, was ist Domäne und erkennen, was macht der Algorithmus. Würde ich in dem Fall jetzt wissen, weil ich habe den ja selbst programmiert, ich habe die einfachste Lösung hingeschrieben und möchte jetzt hingehen und möchte meinen Code, den ich gemacht habe, verbessern. Ne? Die Analyse von Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe wäre jetzt, man muss Zahlen sammeln bzw. erzeugen. Man muss die Zahl in einen Text konvertieren und man muss den Text ausgeben. Sehr übersichtlich. So, was davon ist Infrastruktur, was ist wieder Domäne? Na, das die Schleife machen ist natürlich wieder Infrastruktur. Die Zahlen erzeugen ist Infrastruktur. Könnte man jetzt natürlich so machen, dass ein potenzieller Benutzer da eingeben kann, welche Zahlen generiert werden, von zum Beispiel 5 bis 10 oder so. Aber ich habe jetzt erstmal gesagt, das ist Infrastruktur. Domäne ist jetzt logischerweise, wann wird was ausgegeben? Also sprich, dieses Modulo 3, Modulo 5 ergibt FISBUS. Das ist Domäne. Die Ausgabe an sich ist Infrastruktur. Und wann weitergemacht wird, ist ebenfalls Domäne, weil es könnte ja auch sein, dass an einer Stelle abgebrochen wird. Also dass man zum Beispiel sagt, bei 10 ist Ende. Also dieses Abbruchkriterium, das ist auch nochmal domänenspezifisch. Hier sehen wir auch wieder, Domäne und Infrastruktur ist gemischt. Es ist nicht sauber separiert.
Und ich habe auch wieder eine höhere Code-Komplexität, weil ich habe eine for each mit relativ vielen ifs. Auch hier wieder der Hinweis, im realen Arbeitsalltag wäre es natürlich so, dass man jetzt kontinuierlich Sachen hinzufügt und am Schluss dann auch nicht mehr überblicken könnte, wo muss ich jetzt genau dran greifen. Und auch die Fehleridentifizierung wäre relativ schwierig. Und jetzt ein Hinweis auch wieder vorab. Symmetrie. Wir müssen wieder auf der Suche nach Symmetrie gehen, weil wir sehen, wir haben hier Regeln. Wenn die Regeln greifen, wird was gemacht. Und am Schluss wird praktisch immer was gemacht, nämlich immer die Zahl ausgegeben. Die Zahl gibt es dann aus, wenn nicht eine der vorherigen Regeln gegriffen hat. Das hat man relativ häufig, so ein Muster, dass quasi ein Regelwerk angewendet wird und die erste Regel, die greift, die unterbricht die Kette. Ja, das ist sehr häufig. Und jetzt schauen wir uns mal an, nachdem wir es identifiziert haben, wie wir das Ganze weitertreiben. Und jetzt kommt was, das haben wir bisher noch nicht besprochen. Und häufig kommt auch daher tatsächlich das Problem, man fängt mit der Implementierung an. Man überlegt sich schon, häufig kriegt man von der Fachabteilung das gesagt, und überlegt sich dann schon, wie wird jetzt die konkrete Implementierung aussehen? Dadurch entstehen APIs, die schlecht zu benutzen sind, die falsch zu benutzen sind und die teilweise sich auch nicht in die bestehende Software einbinden lassen. Man merkt es daran, dass dann am Schluss nochmal Methoden hinzugefügt werden, die irgendwie versuchen, noch diese Transformation hinzukriegen, damit es auf das, was implementiert ist, in der bestehenden Software mappt. Sprich, man hat eine Schnittstelle, die kann man in der bestehenden Software gar nicht nutzen. Und dann muss man eine Methode nochmal hinzufügen, die nichts anderes macht, wie die Transformation von dem, wie derjenige, der meinen Code konsumiert, das quasi aufrufen kann, wie er das möchte, und aber ich das quasi nochmal verarbeite, dass es in meinen bestehenden Algorithmus reinpasst. Deswegen ist mein genereller Tipp, fangt damit an, wie die Lösung konsumiert werden soll. Also wenn die Fachabteilung euch sagt, sie braucht irgendwas bezüglich Rechnungen, Rechnungskalkulator oder so irgendwas, dann stellt euch erstmal die Frage, wo soll es denn bei euch eingebaut werden und wie möchte der Client darauf zugreifen? So, und das habe ich mal hier definiert. Ich habe gesagt, eigentlich vom Benutzen her möchte ich es so machen, ich möchte eine Ausgabe definieren. In dem Fall wäre es jetzt eine Konsole als Beispiel. Ich möchte meine Zahlensequenz, auch wieder hier der Begriff Sequenz, definieren, weil es geht es zwar bis von 1 bis 18, es kann aber theoretisch unendlich gehen. Und oder ich kann sogar vielleicht vom Webservice abrufen, die Zahlen, ne, könnte ja auch was sein. Und ich habe ein Regelwerk. Und im Regelwerk will ich mitteilen, das ist eine Abhängigkeit, eine Dependency, wie die Ausgabe stattfinden soll, oder quasi die Ausgabe ist kein Teil des Regelwerks, sondern nur eine Abhängigkeit, und das Regelwerk wiederum soll dann über diese Ausgabe, die ich rein initiiere, das Ergebnis weitergeben. Und auf meine Zahlen möchte ich das Regelwerk anwenden. Das ist so meine API, wie ich die mir als Konsument wünschen würde. Ne? In der Regel würdet ihr da mit jemand sprechen, der dann euren Code aufrufen soll. Ne? Also der Kollege nebendran, der die Oberfläche baut und sagt, ja, für die Kunden brauchen wir jetzt eben eine Zahleneingabe und dann möchten wir auf die Zahlen ein Regelwerk anwenden. Dann würdet ihr den fragen, ja, was hast du denn zu dem Zeitpunkt, wo du da gerade bist, und wie willst du das Ganze aufrufen und konsumieren? Und ich habe mir das so überlegt. Ich habe gesagt, so soll doch die API am Schluss aussehen. Ne? Ich habe Zahlen, auf die wende ich ein Regelwerk an. Und nachdem ich das Regelwerk selbst entscheidet ja nicht, was es mit der Ausgabe machen soll, sondern kriegt die Ausgabe rein. So habe ich mir das überlegt. Und jetzt gehe ich hin und trenne Infrastruktur und Domäne. Die Ausgabe ist relativ einfach. Das gibt es nur auf der Konsole aus. Das heißt, hier habe ich auch wieder mit einem Delegaten gearbeitet. Ihr merkt, ich mache das häufiger. Da steht es nicht Func, sondern Action. Das ist im Prinzip, eine Action hat nur einen Parameter, aber keinen Rückgabewert. Ist also Void. So, und Konsole WriteLine entspricht dieser mit dieser Signatur. Konsole WriteLine erwartet als Parameter einen String, macht was damit, aber hat keinen Rückgabewert. Deswegen kann ich an der Stelle machen und sagen, gib diesen Delegaten zurück. Das wäre jetzt so mal die Ausgabe. Das könnte natürlich auch was völlig anderes sein. Das könnte ja auch irgendwie was an die Oberfläche bringen sein oder an irgendeinen Dienst noch was schicken, das ist ja völlig egal. Klar ist aber, es bekommt immer den Text.
ne, FizzBuzz oder die Zahl, das bekommt es immer als Text. Dann habe ich meine Ganzzahlensequenz. Da übergebe ich als Konstruktorparameter Start und Ende. Und mache einfach da eine Liste daraus. Das Enumel.range ist einfach wieder so eine Framework-spezifische Geschichte, wo man eine Zahlensequenz von 1 bis 18 macht. Kann man auch jederzeit selbst implementieren, ist gar kein Problem. Daraus mache ich eine Liste und dann iteriere ich über jede Zahl drüber und wende das Regelwerk an. Das Regelwerk wiederum definiere ich hier. Hat als Abhängigkeit eben diese Ausgabe, was auch immer da zur Laufzeit reinkommt. Ich weiß, an diese Ausgabe kann ich einen String übergeben und es macht irgendwas damit. That's it. So, und jetzt habe ich mal das Regelwerk hier reingemacht. Ne? Jetzt habe ich also mal das Programmcode in diese drei Bestandteile getrennt. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. So sieht jetzt meine API aus. Die finde ich schon mal gut lesbar, muss ich sagen. Ne? Ist eigentlich aus meiner Sicht sehr einfach nachzuvollziehen, was da gemacht werden soll. Klar ist, ich habe jetzt noch nichts an dem Problem hier geändert, dass hier diese Regeln angewendet werden und hier auch noch Vermischung ist. Außerdem ist es relativ starr. Wenn jetzt da jemand kommt und sagt, er hätte noch gern bei, was weiß ich, Modulo 7 eine Ausgabe, dann kriege ich das zwar rein, indem ich es hier irgendwo reinklemme. Jetzt kann es sein, dass er noch sagt, okay, aber bei 5 und 13 beispielsweise, dann wird es schon schwieriger. Wenn er sagt, es soll, wenn es durch 5 und 13 teilbar ist, dann muss ich aufpassen, dass nicht die Regel greift, bevor das 5 und 13 gegriffen hat. Da wird es dann schon schwieriger, was hinzuzufügen. Und wieder der Nachteil, ich muss bestehenden Code ändern. Möchte ich nicht. Ich möchte, wenn eine neue Regel hinzukommt, nur neuen Code hinzufügen. Ja? Tests habe ich jetzt mal keine. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Das ist ja der gleiche Ansatz auch wieder wie bei dem ersten Beispiel. Da würde ich erstmal Code schreiben, der mir das Ganze absichert, bevor ich überhaupt rangehe. So, Strategy Pattern. Sagt jemand das Strategy Pattern was? Ja. Okay. Ich würde es trotzdem noch ein kleines bisschen erklären. Und zwar habe ich jetzt ein allgemeines Interface eingeführt. Da es sich um ein Regelwerk handelt, habe ich es jetzt mal treffenderweise Ich bin eine Regel genannt. Auch wieder Deutsch. Natürlich wäre da auch möglich I am a rule oder I rule oder was auch immer ihr da wollt. Und das Interface sieht so aus. Es hat die Methode ist anwendbar. Dann erwartet es die Zahl und gibt dir true oder false zurück. Und es hat den Text. Gucken wir uns an, wie so eine konkrete Regel dann implementiert ist. Machen wir vielleicht die einfachere, die durch 5. Ne? Wenn die Zahl durch 5 teilbar ist, dann gibt es true zurück und hat als Text Buzz. Und in meinem Regelwerk habe ich jetzt eine Liste von Regeln, nämlich als erstes die Regel für 3 und 5, dann die Regel für 5, dann die Regel für 3. Und wenn das alles nicht greift, habe ich den Fallback. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema etwas angleichen, symmetrisch machen. Die Fallback-Regel arbeitet genauso wie die anderen Regeln. Wir hatten das ursprünglich einfach am Schluss als Konsolenausgabe. Aber sauberer wäre es gewesen, wenn ich einfach True reingeschrieben hätte. Das mache ich hier in dem Fall auch. Die letzte Regel greift immer, gibt also immer True zurück. Wir hatten das vorher nur nicht explizit hingeschrieben. Aber implizit stand da, if True oder if ist quasi immer true. Ne? Und deswegen habe ich hier das so auch implementieren können als Regel, weil die Regeln am Schluss alle gleich sind. Ne? So, und dann mache ich hier meine Regeln. Und jetzt muss ich, wenn ich eine Zahl reinbekomme, einfach nur durch alle Regeln iterieren. Wenn die nicht anwendbar ist, gehe ich zur nächsten Regel. Wenn sie anwendbar ist, gebe ich von der Regel den Text aus. Da gefällt mir immer noch nicht, dass ich mit den if arbeiten muss. Das ist auch wieder unangenehm zu lesen. Also ich bin generell ein Gegner von if-Anweisungen. Ich versuche häufig die Sachen so zu lösen, dass man nicht zwingend ein if braucht oder zumindest nicht häufig ifs benutzt. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es schon mal recht angenehm. Es ist nur, wie viele Zeilen hat es? 38 Zeilen, 39 Zeilen. Wenn man sieht, relativ vieles, was jetzt gar nicht eigentlich so zum eigentlichen Code gehört. Ich habe es parameterisierbar, indem ich in den Konstruktor den Delegaten gebe, wie es ausgegeben werden soll.
Ich kann hier problemlos Regeln verschieben. Ich kann Regeln hinzufügen. Geht alles ohne Probleme. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Ganze noch einen Schritt weiter getrieben kriegen. Composition Pattern bzw. Russian Doll liest man häufiger auch mal. Und zwar habe ich jetzt gesagt, ich mache das wie so eine Puppe. Kennt ihr diese Matruschka-Puppen, wo man so ineinander steckt, wo man, wenn man die obere Schicht wegmacht, die neue rauskommt, und dann kann man das immer so weitermachen bis zu einer ganz kleinen Puppe? Genau. Und so habe ich jetzt im Prinzip das Regelwerk aufgebaut. Ich habe die äußere Regel. Wenn die nicht greift, nehme ich die nächste Regel, die innere, und so weiter. Und die Regel kennt immer nur die nächste Regel, ne? Also sprich, die äußere Regel kennt dann die nächstinnere, die wiederum kennt die nächstinnere und so weiter. Deswegen muss ich die Regeln ineinander verschachteln. Warum kompiliere das Ganze nicht? Ich habe auch hier wieder angefangen mit der API. Ich habe hier erstmal mir überlegt, wie möchte ich das Ganze denn benutzen? Und habe daher erstmal die API definiert. Hier unten seht ihr, ist es auf eine Zeile quasi reduziert worden, weil ich habe jetzt alle Regeln, gib an, mach die Zahl rein und dann geht es durch diese Matroschka-Puppe einzeln durch. Ja, packt es immer weiter aus, bis es am Schluss, im letzten Fall wird es bei der Fallback-Regel landen. Das sieht man jetzt den Unterschied mit der Fallback-Regel zu den anderen. Der Unterschied ist der, dass die selbst keine weitere Regel mehr braucht. Alle anderen Regeln kriegen immer noch eine Regel mit rein initiiert. Das ist nicht beim Fallback. Ist aber nicht schlimm, wenn sich Code nicht ganz symmetrisch darstellen lässt, regelt man das in der Regel über den Konstruktor. Sprich, im Konstruktor gebe ich dann das rein, was regelspezifisch ist und nicht symmetrisch. Wenn ich da mal reingucke, ich glaube, ich habe es aber noch nicht angepasst, weil es bildet ja auch nicht, genau. Ich muss hier erstmal noch den Konstruktor machen. Das mache ich jetzt im nächsten Schritt. So, jetzt kompiliert das Ganze auch. Und jetzt schauen wir mal in eine so Regel rein. Ne? Nächste Regel habe ich als Abhängigkeit. Jetzt ist es hier auch void. Das heißt, das Anwenden wird jetzt immer angewendet und wird nicht nochmal verwertet, ist bool oder ist nicht bool. Und ich kriege jetzt die zu prüfende Zahl rein. Wenn die zu prüfende Zahl durch dieses 3 teilbar ist, dann nehme ich die Abhängigkeit Ausgabe und übergebe an die den String, in diesem Fall fizz. Wenn nein, gehe ich auf die nächste Regel und rufe auf der genau das gleiche wieder auf. Und das richtig Schöne an dem Ganzen ist, jetzt kann man natürlich, jede Regel ist eine Regel, aber das Regelwerk an sich habe ich auch als Regel definiert. Also selbst das Regelwerk implementiert das gleiche Interface wie jede einzelne Regel. Das finde ich auch eine nette Geschichte. Ja? Am Schluss ist alles eine Regel. Selbst das Regelwerk selber ist eine Regel. Nur halt gruppiert. Ne? Das gruppiert mehrere Regeln. So, gucken wir mal den Fallback an. Der Fallback hat natürlich keine nächste Regel, weil er ist wirklich so die letzte Instanz. Das heißt, er gibt immer aus. Im Vergleich dazu nochmal die Regel mit 5, die kriegt eine nächste Regel rein. Und das Zusammenstecken des Regelwerks mache ich natürlich im Regelwerk selbst. Ne? Ich fange mit dem Fallback an, das ist meine letzte Regel. Ich muss also quasi von hinten anfangen und gebe diesen Fallback dann als an Regel für 3. Dann an Regel für 5 gebe ich die Regel für 3 und so weiter. Ich finde es jetzt auch schön benannt, weil ich schreibe hier Regel für 3, Regel für 5, Regel für 3 und 5. Da weiß ich genau, was macht diese Klasse. Und die Klassen sind, wie wir vorhin auch gesehen haben, sehr klein. Die hat jetzt nur noch 24 Zeilen, 25 Zeilen. Ja? Gut, nächster Punkt. Hier habe ich jetzt schon mal die Unterscheidung, ne? Domain, Infrastruktur, auch im Code. Ich könnte jetzt die Infrastruktur komplett rausziehen und sagen, okay, das wird mir später irgendwo reingereicht. Und habe hier die Klassennamen auch so, wie ich es lesen würde. Und jetzt gucken wir mal, wo wir das Factory Pattern angewandt haben. Wo waren das? Dann gucken wir mal hier. Genau. Hier habe ich eine Factory gebaut.
Die Klasse heißt Regeln, die kriegt schon die Ausgabe. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, das ist jetzt ein bisschen schwieriger als ruhig sagen, wenn ihr das jetzt nicht versteht. Klar ist, dass der Aufbau immer der gleiche ist. Nämlich, ich muss die Division prüfen, sprich, ist es teilbar oder nicht, und mappe das Ganze auf Text. Und jede Regel wiederum hat einen Verweis auf die nächste Regel, außer die letzte. Das heißt, das Ganze ist aus meiner Sicht ein Tuppelkonzept. Nämlich immer Zahlen zu Text und dann die nächste Regel. Deswegen habe ich hier mal eine Tuppel eingeführt. Tuppel ist ein Datentyp im NetFramework selbst. Wenn ihr das in eurer Programmiersprache nicht habt, dann ist es auch gar kein Problem, selbst sich eine Tuppel zu schreiben, indem man eine Klasse macht und die hat dann einfach zwei Properties. Aber das Konzept bietet mir eben .NET schon automatisch, also brauche ich mich da nicht drum kümmern. Und wie man hier sieht, habe ich jetzt einfach aus jeder Regel leite ich von Tuppel ab. Und für die Regel 3 ist eben der Text FIS. Und als Zahlen, die teilbar sein müssen, ist die 3. Wenn wir in die Regel für 3 und 5 gehen, dann ist der Text FISBAS und die Zahlen, durch die dann künftig diese zu prüfende Zahl teilbar sein soll, ist 3 und 5. Ich habe das einfach hier als Array. Ne? Das ist immer das Gleiche. Jede Regel ist so aufgebaut. Sie hat einen Text und sie hat eine Liste von Zahlen, die teilbar sein müssen. So, und jetzt ist die Regel auch wesentlich schmaler. Jetzt hat die Regel im Prinzip nur noch den Konstruktor. Und in dem Konstruktor wird auch nur auf den Basiskonstruktor referenziert. Jede Regel ist jetzt genau so schlank. Keine Regel wird länger als diese 11 Zeilen. Ja? Warum? Weil ich eben dafür eine Factory erzeugt habe. Die Factory macht nichts anderes, wie aus diesen Tuppeln jetzt konkrete Regeln zu machen. Nämlich, ich habe die Regeln allgemein so genannt, Zahlen zu Textregel. Und muss dann immer die Ausgabe übergeben, muss dann den Text übergeben, den es ja zugewiesen hat, und die nächste Regel. Das Ganze sieht so aus. Das ist jetzt ein bisschen so unschöner Code, würde ich sagen. Den habe ich aber nur privat, also intern. Den sieht kein Außenstehender. Und hier ist immer der gleiche Aufbau. Ich mache jetzt den Zeilenumbruch. Jede Regel braucht eine Ausgabe. Jede Regel hat Divisoren. Und jede Regel hat eine nächste Regel, außer die letzte. Die wäre quasi leer. So. Und ihr seht, ich habe auch schon von den Begriffen her das Ganze angepasst. Ich nenne das jetzt Ganze Divisoren. Und hier unten bei dem Modulo habe ich dann den Namen Dividend durch Divisor. Und das Tolle ist, auch hier bietet mir das Framework wieder eine Methode, die das Iterieren für mich macht. Nämlich, ich sage, für alle Divisoren, in Beispiel 3 und 5, prüf, ob das die Zahl, die ich dir gebe, teilbar ist durch diese Divisoren. Und wenn ja, gib aus, ansonsten geh an die nächste Regel. Ja? Also ich habe jetzt hier eine Factory, die wir Regeln dynamisch bauen kann. Indem ich ihr einfach nur eine Tuppel und die Referenz auf die nächste Regel übergebe. Das geht aber noch ein bisschen schöner. Beziehungsweise, ich kann es noch mehr modularisieren. Da habe ich auch wieder die API zuerst geschrieben. Und habe gesagt, ich möchte künftig diese Modulo-Geschichte ist für mich auch wieder ein Algorithmus, den ich austauschen können möchte. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe generell einfach einen Algorithmus. Dieser bekommt eine Zahl, nämlich zum Beispiel diese 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich durchlaufe. Er bekommt mehrere Zahlen, die er dagegen prüfen muss, was auch immer er da macht. Zum Beispiel kann er Modulo machen, er könnte ja aber auch was anderes machen. Er könnte zum Beispiel, prüfen, ob die Zahl in den Ziffern vorkommt. Der könnte alles Mögliche machen. Und hat am Schluss einen Rückgabewert, der ist Boolean, nämlich ja, die Regel trifft zu oder nein, die Regel trifft nicht zu. Und jetzt habe ich mir hier einen allgemeinen Algorithmus definiert,
der eben genauso aufgebaut ist. Das heißt, ich muss später nicht mehr sagen, ist es modulo oder ist es, was weiß ich, also da ist alles möglich. Sehen wir jetzt gleich, ist ein bisschen abstrus, wie man das nutzen kann. Jetzt habe ich den Algorithmus implementiert und jetzt kann ich den Algorithmus benennen. Der Algorithmus heißt Modulo. Modulo-Algorithmus. Den kann ich auch als eigene Klasse implementieren. So, jetzt kommen wir zu dem, was da eben das Tolle dran ist. Ich habe mir hier ein Interface definiert. Das heißt, ich bin ein Algorithmus und habe jetzt schon mal eine konkrete Implementierung, nämlich den Modulo-Algorithmus. Und der Modulo, da haben wir jetzt nämlich das, was ich vorhin gemeint habe, das sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Mit den Divisoren und Dividenden habe ich hier jetzt an einer Stelle. Die muss man natürlich dann verstehen. Jemand, der am Modulo-Algorithmus was dreht, der muss jetzt diese eine Zeile verstehen und muss wissen, was ist eine Restwertdivision, wie arbeitet die. Aber das habe ich wirklich komplett rausgezogen, sodass derjenige, der da nicht so tief eintauchen muss oder einfach nur einen anderen Algorithmus nehmen möchte, sich das gar nicht anschauen muss. Hier sieht man, hier gebe ich an, nimm den Modulo-Algorithmus. Und jetzt liest sich das Ganze auch wieder sehr angenehm. Ne? Ich kann explizit sagen, Modulo-Algorithmus. Ich könnte auch einen ganz anderen Algorithmus, solange der Algorithmus dieses Interface implementiert, kann ich beliebige Algorithmen nehmen und die reinreichen und sagen, für alle Regeln nehmen wir jetzt diesen Algorithmus. Und jetzt schauen wir mal, wie flexibel dadurch jetzt die ganze Applikation ist. Ich habe erstmal das noch gegliedert, genau. Regelwerk, ich habe ein FISBAS-Regelwerk. Ich kann ja später ganz andere Regelwerke noch erzeugen, wenn ich das möchte. Ist alles nachher möglich. Die einzelnen Regeln sind hier drin. Regel für 3, Regel für 5 und so weiter. Und ich habe die Algorithmen. Habe also jetzt wirklich fachlich genau das benannt, so wie ich es auch mit der Fachabteilung besprechen würde. Ja? Und jetzt kommt die Fachabteilung und wird eben neue Anforderungen mir reinbringen. Und sagt, ich möchte nicht mehr, dass der Modulo, also quasi mit im Sinne von Restwert gleich 0 verwendet wird, sondern ich möchte jetzt Restwert gleich 2. Kein Problem, ich mache eine neue Klasse, Rest gleich 2 und verwende jetzt diesen Algorithmus statt den Rest gleich 0. Das habe ich natürlich noch, muss ich kurz gucken. Ne, das habe ich hier auch schon auseinandergezogen. Das ist der Standard FISBAS. Der verwendet auch Rest gleich 0. Und jetzt haben wir gesagt, wir möchten jetzt den neuen Algorithmus, den mir die Fachabteilung genannt hat, nämlich Rest gleich 2, verwenden. Also habe ich hier eine neue Klasse, habe erstmal diesen Rest gleich 2 überhaupt als Algorithmus, als neue Klasse implementiert und habe jetzt ein neues Regelwerk gemacht, auch wieder eine neue Klasse. FISBAS erweitert nennt sich das Ganze. Ah, hier verwende ich auch noch Rest gleich 0. Da habe ich andere Regeln hinzugefügt. Da habe ich genau 3, 5 und 10. Wenn eine Zahl durch 3, 5 und 10 teilbar ist, dann soll FISBAS Extended ausgegeben werden. Was ich gemeint hatte, war der hier. Genau, Rest gleich 2. Das ist also wie FISBAS, nur dass er nicht Rest gleich 0 nimmt, sondern Rest gleich 2. Deswegen habe ich das FISBAS modifiziert genannt als Regelwerk. Und jetzt kann ich das Ganze noch mixen. Ich kann sagen, ich mache einmal die Algorithmen unterschiedlich und ich mache unterschiedliche Regeln. Das habe ich dann FISBAS on Steroids genannt. Da mache ich auch den Restwert als Algorithmus, den Restwert gleich 2 und mache hier noch neue Regeln hinzu. Hier. Und jetzt sieht man erst richtig die Tragweite, denn ich muss gar keine einzelnen Klassen mehr machen für jede Regel. Ich kann auch dynamisch im Speicher, indem ich Tuple Create mache, neue Regeln erstellen und hinzufügen. Hier habe ich jetzt mal Tuple Create statt eigene Klasse. Hier hatte ich ja immer Regel für 3, Regel für 5 und so. Hier bin ich hergegangen und habe gesagt, brauche ich nicht, weil ich weiß, eine Regel definiert sich so, dass es einfach nur eine Zuweisung hat von Text zu solchen Divisoren oder Zahlen im Prinzip. Also kann ich doch auch einfach Tuple Create machen. Ich brauche gar keine eigene Implementierung. Warum würde ich trotzdem eine eigene Implementierung machen? Damit sich das sprachlich im Code manifestiert, was mir die Fachabteilung gegeben hat. Also sprich, wenn die Fachabteilung käme und würde sagen, sie möchte noch, dass es durch 3, 5 und 10 teilbar ist, dass dann FISBAS Extended ausgegeben wird, dann würde ich trotzdem vermutlich hergehen und hier bei den Regeln eine neue Regel hinzufügen.
und würde hier dann eben die Tuple und ich glaube, das war so. Muss man ganz kurz gucken. Was hatten wir hier? Ich mach mal so. Zack, neue Regel. So, und jetzt mache ich hier FISBUS Extended und mache hier 5,10. Ne? Das kann ich entweder dynamisch im Speicher jetzt machen, zum Beispiel indem ich eine Eingabemaske habe, wo man das eintragen kann und erzeugt dann im Speicher eine neue Tuple. Oder ich kann das vorab schon als fertige Regel implementieren, indem ich eben hier eine neue Klasse hinzufüge. Ich muss aber nicht bestehenden Code anpassen. Ja? Ich habe hier jedes Mal für jedes Regelwerk, wenn quasi die Anforderung kam, wir möchten jetzt nicht mehr den FISBUS, sondern wir möchten jetzt eine erweiterte Form oder eine modifizierte Form, dann habe ich einfach hier eine neue Klasse hinzugefügt, habe mir das Regelwerk zusammengesteckt, wie ich es haben möchte und statt jetzt eben, das ist ja jetzt das Wichtige, jedes Regelwerk ist auch wieder nur eine Regel, kann ich mir das Regelwerk zur Laufzeit reinreichen lassen, zum Beispiel über einen IOC-Container. Oder ihr arbeitet wieder mit einer Factory, die euch die entsprechenden Regelwerke erzeugt, wie auch immer. Ja, genau, also es war es im Großen und Ganzen. Das Ziel war ja jetzt nochmal zu zeigen, wie man einfach durch neuen Code hinzufügen, neue Anforderungen umsetzt, ohne bestehenden Code ändern zu müssen und dadurch in die Problematik zu laufen, dass man eventuell Fehler produziert. Gibt es noch Fragen zu dem Codebeispiel? Dann ist gut. Ja, also tut mir leid, dass wir jetzt überzogen haben. Aber jetzt sind wir eigentlich mit beiden durch. Den Code kriegt ihr, wie gesagt. Ihr kriegt auch das Video nochmal. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr dann auch gerne nochmal durchschreiben. Vielen Dank. Danke. Gregor, willst du noch was ergänzen? Nö, es ist wie immer geil, dazu zu gucken beim Programmieren. Ich brauche kein Olympia, ich gehe beim Programmieren zu. Gut, dann wünsche ich jetzt allen eine schöne Mittagspause und ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht. Danke. Tschüss.